Ich möchte heute mal ein paar ganz persönliche Worte darüber verlieren, warum wir uns im Bereich der Pflegeimmobilie als Kapitalanlage bewegen. Und das hat tatsächlich nicht die vielleicht vermeintlichen Renditegründe oder Investmentgründe, sondern tatsächlich auch ganz persönliche Gründe, ganz persönliche familiäre Hintergründe. Ich selber bin mit einem schwerbehinderten Onkel groß geworden, der also von seiner Geburt an auf Hilfe angewiesen war. Und diese Hilfe wurde weitestgehend durch die Geschwister, durch die Eltern, durch die Familie übernommen, sprich durch häusliche Pflege, und habe ich selber dort sehen müssen, muss man sagen, wie eine Familie tatsächlich auch daran zu knapsen hat, wie schwer es im Alltag ist, mit einem behinderten Kind, mit einem behinderten Bruder auch den normalen Alltag zu bestreiten. Ganz, ganz viele Dinge, die für normale Familien in Anführungszeichen möglich sind, sind hier tatsächlich einfach der Pflege des Angehörigen untergeordnet und sind deswegen einfach nicht möglich. Neben der monetären Belastung, ganz, ganz klar, aber vor allem eben die zeitliche und auch emotionale Belastung, die damit einhergeht. Und das ist einer der Gründe, warum wir im Pflegebereich unterwegs sind, weil ich selber gesehen habe, als mein Onkel dann stationär gepflegt wurde, wie die Lebensqualität der gesamten Familie doch dabei wirklich enorm gestiegen ist. Und damit meine ich nicht die der Angehörigen, sondern auch die meines Onkels selber, der tatsächlich neben der professionellen Pflege, die er dort erhalten hat, auch in einem Umfeld war, was eben genau für Menschen wie ihn geschaffen war, eben Menschen mit einem Handicap, mit einem schweren Handicap. Und das ist für alle Beteiligten ein absoluter Segen gewesen. Und das ist einer der Gründe, warum ich heute ganz, ganz vorne mit dabei bin, wenn es um das Thema geht, in Pflegeimmobilien zu investieren. Denn Pflegeplätze werden dringend gebraucht. Sie werden absolut dringend gebraucht und werden nicht genug zur Verfügung gestellt. Und sie sind überhaupt nur zur Verfügung zu stellen, wenn Investoren wie Sie sich dazu entscheiden, ein Investment zu tätigen, das nicht nur gut verzinst ist, sondern das eben auch einen hohen und wichtigen sozialen Aspekt für diese Gesellschaft hat. Und wenn Sie nachfühlen können, wie es ist, einen Angehörigen zu pflegen oder wie es ist, eben auch viel Lebensqualität einzubüßen, beiderseits durch den zu Pflegenden, aber eben auch bei sich selber durch die Pflege, dann verstehen Sie auch absolut, wovon ich spreche. Und dann verstehen Sie auch den sozialen Aspekt, den das Investment Pflegeimmobilie bietet. Und ich freue mich über jeden Investor, der einen Pflegeplatz kauft, weil damit ein Pflegeplatz entsteht. Und dafür möchte ich Ihnen jetzt schon danken und freue mich, Sie auch in diesem Bereich beraten zu können. Wie gesagt, das ist ein absolut soziales Investment, was aber natürlich auch für Ihr Kapital absolut sozial ist, wenn man so möchte, denn die Renditen sind wirklich gut. Und gemessen an dem Aufwand, den Sie haben und das Risiko, was Sie haben, bekommen Sie ein wirklich absolutes Top-Investment mit einem sehr, sehr hohen gesellschaftlichen und sehr, sehr hohen sozialen, mitmenschlichen Aspekt. Wir freuen uns darauf, Sie in diesem Bereich zu beraten, und melden Sie sich gerne.